Pokémon Liga Soul Silver. Wir sind beim Champion angekommen. Ich habe mir wirklich lange überlegt, wie ich gegen ihn vorgehe. Es gibt so zwei, drei Taktiken. Ich hoffe, ich habe mich für die beste entschieden. Ich habe dich erwartet, Domina. Ich wusste, dass dich deine Fähigkeiten eines Tages hier zu mir führen würden. Ich habe dir nichts zu sagen. Dieser Kampf allein wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, Siegfried, der Drachenprofi, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga, nehme deine Herausforderung an. Die Musik ist so geil, das ist unglaublich. Die Musik ist so geil. Du, 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 du. Er fängt mit Gyarados an. Es ist kein Drachen-Pokémon. Und das ist so das Pokémon, wo ich lange überlegt habe. Aber nicht, wie ich es besiege, sondern ob ich hier nicht doch mit Impergator zuerst auflaufe und dann Schwerttanz 2 bis 3 Mal einsetze, damit meine Power einfach schon richtigen Bestand hat. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Da er auch einen Glurak hat, werde ich nicht Sonnentag einsetzen. Ich weiß nämlich nicht, wann dieses Viech kommt, sondern hoffe, dass die Hypnose trifft und Gyarados einschläfert. Eiszahn ist jetzt natürlich schlecht. Aber zieht nicht so viel ab. Und die Hypnose trifft, Gott sei Dank. Okay, dann ist bis jetzt alles in Ordnung. Ist aber schon fast verwunderlich, dass es so wenig abzieht. Ich meine, es ist physisch. Gyarados ist physisch ausgelegt und es ist sehr effektiv. Und trotzdem nicht mal die Hälfte. Also, okay. Ist halt so. Gut, der pennt jetzt und kriegt meinen Solarstrahl ab. Ich hoffe jetzt natürlich, dass der mit einem Solarstrahl down ist. Wenn nicht, soll er ruhig weiter pennen, dann erledige ich das mit Konfusion. Allerdings wird er dann Top-Genesung einsetzen, okay. Ah, andererseits wird er das vielleicht nicht einsetzen, wenn er im gelben Bereich ist. Jetzt brauchen wir Glück, dass er pennt. Und zweitens brauchen wir nochmal Glück, dass die Konfusion jetzt so stark ist, dass es ihn killt. Ich glaube aber, es reicht. Nein, tut's nicht. Okay, dann nochmal Solarstrahl, weil er wird jetzt die Top-Genesung einsetzen. Ist an sich gar nicht schlecht, weil jetzt hat er wenigstens eine seiner beiden Top-Genesungen schon für einen Noob-Pokémon aufgebraucht. Wenn er es für eines seiner späteren benutzt hätte, wäre es deutlich schlimmer gewesen. Ja, und da Eiszahn nur so schwach ist, halten wir das aus. Vielleicht haben wir jetzt ja Glück mit irgendwie Volltreffer oder so. Ich glaub's zwar nicht, aber nein. Okay. Ja, dann bin natürlich auch ich gezwungen, jetzt zu heilen. Oder ihn sterben zu lassen, aber nein. Er kann mir wenig anhaben. Das ist das Gute. Vielleicht provoziere ich Siegfried jetzt so weit, dass ich ihn dazu bringe, dass er die zweite Top-Genesung auch noch für Gyarados verschwendet. Wie gesagt, das ist gar nicht mal so schlecht. Ich setze Konfusion ein. Um ihn zu provozieren. Konnte ihn sogar verwirren. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. Okay, er setzt keine Top-Genesung ein. Ist verwirrt und schlägt sich selbst. Super. Damit ist Gyarados down. Also bei dem Pokémon habe ich wirklich sehr, sehr lange spekuliert. Aber Sonntag habe ich mich nicht getraut, weil es würde die Feuerattacken von Glurak dann verstärken. Das jetzt sogar kommt. Ja gut, ist auch klar irgendwie. Und dann dachte ich mir, dass ich mir mit Facepalm so ein bisschen Zeit verschaffen kann. Und die Leben von Spritzer nicht gefährde. Weil der geht jetzt halt frisch in den Kampf mit Glurak. Und Glurak kann ihm auch wenig anhaben. Also die Feuerattacken kann er vergessen und ansonsten kann er bestimmt nicht so viel. Also kann ich mich auch bei Glurak mit Schwertanz pushen. Da sieht man's. Dunkelklaue kommt und juckt mich nicht. Noch einmal Schwertanz. Ja, jetzt kommt Luftschnitt. Das zieht bestimmt schon ein bisschen mehr ab, ja. Boah. Nein! Er schreckt zurück. Das ist natürlich bitter jetzt. Das ist bitter, bitter, bitter. Und unnötig, weil jetzt bin ich im roten Bereich. Und ich bin ja auch noch langsamer, also muss ich mich heilen. Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen
Schade. Aber alles in Ordnung, wir haben jetzt zweimal den Schwertanz. Unsere Power ist aufgeladen, jetzt können wir angreifen. Jetzt sind wir auch bereit für die Monster-Pokémon, die er sonst noch hat. Glurak ist jetzt doch eins der, ja, machbaren. Also vor allem, wenn wir jetzt Kaskade einsetzen, ist der eigentlich down und die Attacke geht daneben und das ist wundervoll. Das gleicht dieses unfaire Zurückschrecken wieder aus. Kaskade, komm! Jetzt bloß nicht nochmal zurückschrecken. Gut. Und das überlebt er nicht. Also mit zweimal physischer Angriff stark erhöht und Step und sehr effektiv und Volltreffer wird das nix. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ein Aerodactyl käme, aber der kommt nicht. Es kommt bestimmt eins seiner Dragorans, richtig. Und die Dragorans sind gefährlich. Die haben auch verschiedene Attacken. Also einer kann irgendwie Blizzard, der andere kann Donner. Und ich habe jetzt ein Wasser-Pokémon da. Also glaube ich, setze das Pokémon ein, das Donner kann. Aber wenn ich jetzt wechsle, dann ist der Schwertanz wieder aufgehoben. Also muss ich mich dem Pokémon stellen. Ich hätte jetzt nämlich auch zu Dragonir wechseln können und dann mit seinem Drachenstoß angreifen können. Aber so gehe ich jetzt das Risiko ein, von Donner getroffen zu werden. Ich kann also auch nicht auf die Lawine gehen, weil da greife ich ja auf jeden Fall zuletzt an. Sondern muss es mit Kaskade versuchen, aber auch das ist irgendwie... Aber das reicht nicht. Das bringt ihn nicht um. Ich muss doch auf die Lawine gehen und hoffen, dass der Donner setzt, der ihn ein, dass er daneben geht. Geht er aber nicht. Es tötet mich, oder? Nein, tut es nicht! Und deswegen sollte man Dragoran auch keine Spezialattacken beibringen. Also kann man, aber ihr seht, was das Ergebnis ist. Und man Lawine steckt der im Gegenzug nicht weg. Enge Kiste. Aber ich hatte auch noch ein bisschen Hoffnung. So, jetzt kommt der andere. Die können jetzt keine Donnerattacken mehr, soweit ich weiß. Einer kann noch Donnerwelle, aber das ist ja nur zum Paralysieren da. Ich glaube, Donnerblitz kann keiner mehr. Nur noch Blizzard, aber das würde nur Dragonir verletzen, aber nicht Spritz. Aber Blizzard kümmert denen recht wenig. Ja, komm. Letzten Hypertrank weg und gut ist. Ich muss auch sagen, ich habe extra nur zweimal Schwertanz eingesetzt. Nicht dreimal, um die Spannung noch ein bisschen aufrecht zu erhalten. Weil bei drei Schwertanz wären wir echt mega stark. Drachenstoß kommt, ist natürlich brutal, die Attacke. Zieht mir die Hälfte ab. Also eigentlich, wenn jetzt nichts Lames passiert, müsste er sterben. Aber ich habe jetzt mit Drachenstoß gerechnet und nicht mit Donnerwelle. Sehr gut, die Paralyse ist nicht aktiv. Und die Lawine kann Dragoran besiegen. Aber das stärkste Dragoran kommt jetzt erst noch. Ich glaube, das ist auch das, was den Blizzard kann. Also müssen wir da unbedingt mit Spritzer gegen ihn kämpfen, weil Dragonir hätte keine Chance gegen den Blizzard. Oh, es kommt anders. Aerodactyl wird eingesetzt. Ja, mache ich da jetzt einen Wechsel? Nö. Aber ich gehe halt jetzt schon das hohe Risiko ein, dass die Paralyse mich ownt. Also Kaskade wäre sehr effektiv, aber Lawine wäre sogar viermal effektiv. Problem ist halt nur, dass wir da dann auf jeden Fall zuletzt angreifen. Aber was kann mir Aerodactyl schon anhaben? Kann der eventuell eine Elektroattacke? Es muss ja einen Grund haben, dass der ihn einsetzt. Ich glaube, der kann Donnerblitz lernen. Aber ich bin bestimmt nicht schneller als der, oder? Ist halt die Frage jetzt. Aber andererseits, die Überlegung ist Schwachsinn. Die Überlegung ist wirklich Schwachsinn. Wir haben, wie gesagt, zweimal Schwertanz und die Kaskade würde in jedem Fall ausreichen. Es ist eigentlich Schwachsinn, auf Lawine zu gehen.
Also wenn wir schneller gewesen wären, wäre er gestorben. Aber ich glaube auch, dass wir... Na, wobei... Ja, doch, doch, wir überleben es noch. Wir überleben es noch. Gut. Und die, die Paralyse ist nicht aktiv. Kaskade regelt das. Hätte ich nicht Schwertanz gemacht, dann würde ich auf die Lawine gehen. Aber in dem Fall ist Kaskade besser. Und nun kommt das letzte Pokémon. Sein stärkstes Dragoran müsste auf Level 50 sein. Da gehen wir jetzt natürlich nicht auf die Attacke, sondern auf die Top-Genesung. Paralyse muss weg und die Leben müssen wieder her. Und dann kriegt er eine Lawine. Oder packt er hier jetzt noch etwas aus, mit dem ich nicht rechne? Nein, Wutanfall kommt. Ist halt auch eine Drachenattacke und sehr stark, aber das macht ihm nach ein paar Runden selbst Probleme, weil er dann verwirrt ist. Aber es ist stark genug, um mich in den gelben Bereich zu bringen. Ja, dann muss ich jetzt halt leider taktisch warten. Bis er verwirrt ist und dann kann ich erst angreifen. Also hat es keinen Zweck. Ich wäre in der nächsten Runde tot. Ja, wir sind halt jetzt auch underlevelt, mit Absicht aber. Hoffentlich ist er jetzt schon verwirrt. Er hat einen Volltreffer. Die Drecksau hat einen Volltreffer. Der ist nicht verwirrt. Was machen wir denn jetzt? Ja, genau. Das ist das Beste. Wir setzen der Krasse ein, um eine Runde zu verschwenden, in der er wieder Wutanfall einsetzen muss und dann höchstwahrscheinlich auch verwirrt ist. Und ich nutze diese verschwendete Runde zudem, um... Ja, wir haben jetzt nichts anderes mehr. Um Facepalm ganz aufzuladen, weil ich überlege, ob ich ihn vielleicht nicht einsetzen soll und dann auf die Hypnose gehe. Aber ist halt sehr kritisch wegen Blizzard und vielleicht kann er auch noch eine Feuerattacke, wer weiß. So, jetzt ist der erstmal besiegt. Du bist jetzt hoffentlich verwirrt, Junge. Ja. Ah, jetzt brauchen wir Glück. Jetzt brauchen wir Glück. Jetzt muss ich kurz überlegen, was wir machen. Gehen wir auf Largecock. Der hätte noch eine sehr effektive Attacke. Den Drachenstoß. Aber er ist halt schwach. Er ist halt einfach schwach. Und es ist so unfair, dass der Dragorans hat. Weil die entwickeln sich erst auf 55. Und er hat drei Dragorans, die unter 55 sind, ey. Das ist so scheiße. Ja, aber das ist die Pokémon-Logik, ne? Der Spieler ist immer der Blöde. Also vielleicht ist auch Sauger nicht so doof, weil der ist wahrscheinlich auch sehr... Ja, der ist schneller. Mit dem hätten wir auch Ruheort. Hätten wir Fliegen, ist... Hackattack. Allerdings, wenn er sich jetzt selbst trifft... Und die Hypnose... Nein, das ist dumm. Ich gehe auf Largecock. Gut, das ist auch dumm, aber... Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir eher Glück. Triff dich selbst, triff dich selbst, triff dich selbst, triff dich selbst. Jetzt komm! Gib mir den Rest, Mann, Drachenstoß! Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das ausreichen wird. Nee. Ist klar. Was jetzt? Zitrobeere, oder? Mhm. Also wenn wir dieses unmenschliche Glück haben, dass er sich jetzt nochmal selbst trifft, dann ist er tot. Tschüss. Schmust. Ja. Alles gut gegangen. Den Volltreffer, den hätte man nicht erahnen können. Aber Wutanfall hatte sowieso eine enorme Power. Ist halt Impergator auch mal gestorben, ist halt so. Aber ansonsten bin ich zufrieden mit dem Ausgang. Taktisch sehr gut mitgedacht. Hat gepasst. Du bist stark geworden, Domina. Du bist wirklich sehr stark geworden. Deine Pokémon werden von deinem reinen und aufrichtigen Herzen angetrieben. So bietet ihr euch gegenseitig die Chance, aneinander zu wachsen. Oh nein, jetzt haben wir doch glatt alles verpasst. Wenn du nur nicht so langsam wärst, Professor Eich.
Das macht gar keinen Sinn. Wenn sie ihn erstmal mit du anspricht und dann Professor Eich. Also wenn ich schon du sage, dann nenne ich ihn danach doch auch mit dem Vornamen, oder? Also wenn, dann hätte es heißen müssen, wenn sie nicht so blablabla bla bla Professor Eich. Ich weiß gar nicht, wie der Typ mit dem Vornamen überhaupt heißt. Ist das bekannt? Oh, hallo Domina, lange nicht gesehen. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Dein Sieg hier in der Pokémon-Liga ist eine wirklich fantastische Leistung. Dein Vertrauen und deine Hingabe haben dir auf dem Weg immer Kraft gespendet. Und das sind die Früchte deiner Arbeit. Aber auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an ihren Trainer hat sie all das durchstehen lassen. Herzlichen Glückwunsch, Domina. Dürfte ich den neuen Champ vielleicht mal ein Interview bitten, hä? Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das wird mir langsam alles ein wenig zu laut hier. Domina, kommst du mal eben mit, hä? Jo. Halt, Moment mal, was wird denn jetzt aus dem Interview, hä? Nichts. Die Ruhmeshalle. Ich war schon sehr lange nicht mehr in diesem Raum. An diesem Ort werden die Pokémon der Liga-Gems für alle Ewigkeit dafür geehrt, dass sie ihren Trainern in guten wie in heftigen Kämpfen zum Sieg verholfen haben. Heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Gems, der immer leidenschaftlich an seine Pokémon geglaubt und an sich selbst stets die höchsten Ansprüche gestellt hat. Komm nun, Domina, lass uns dich und dein Team hier verewigen. Finde ich voll Choral. Aber bevor jetzt wieder einige abschalten oder 100 Mal in Comic steht, oh schade, dass das Let's Play vorbei ist. Obwohl es das nicht ist, sag ich es nochmal. Jetzt kommt Kanto. Da gibt es auch nochmal 8 Orden. Da gibt es auch nochmal eine Menge Trainer. Da gibt es legendäre Pokémon. Da gibt es eine kleine Team Rocket Story. Und es gibt noch Events, die ich euch zeigen will. Und außerdem gibt es ja nochmal die Pokémon Liga, wo sie dann mehr Pokémon haben, stärkere Pokémon und... Das will man doch nicht verpassen. Das war jetzt erstmal die Pussy-Edition von Pokémon Soul Silver Let's Play. Und jetzt kommt die Pro-Version, weil es jetzt schwieriger wird. Teilweise zumindest, also... Ja, doch. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Tentacha hat es gewissermaßen auch verdient, weil... Oder Krabi war es, genau, Krabi. Krabi hat es verdient, weil der hat ja... die entscheidende Runde hinausgezögert, damit Dragoran dann verwirrt wurde. Und ja, nur so haben wir gewonnen. Also, guter Job, Krabi. Tentacha, was du hier zu suchen hast, weiß ich nicht ganz genau, aber zumindest Krabi hat es so ein Stückchen verdient. Credits werde ich jetzt nicht einblenden, die zeige ich euch dann am Ende des Let's Plays. Das heißt, der Part ist hier beendet. Ich hoffe, euch hat es gefallen bis hierhin. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nein, Mutter! Und dann sehen wir uns in Kanto wieder. Bis dann.